Willkommen zur zweistündigen Vorlesung Spieltheorie 2 im Frühjahrssemester 2021 an der Universität Mannheim. Dies ist das fünfte Video zum Kapitel 3. Zuletzt hatten wir den Verband der stabilen Matchings in einem zweiseitigen Matchingmarkt studiert. Das ist ein endlicher Verband und die beiden extremalen Matchings sind die beiden Matchings, die man mit dem Gay-Shapley-Rhythmus herausbekommt. Wenn die Männer die Anträge stellen, bekommt man das für sie optimale Matching. Das ist tatsächlich nach Theorem Nummer 18 das Matching, wo jeder Mann den besten erreichbaren Partner hat und jede Frau den schlechtesten erreichbaren Partner hat. Und wenn die Frauen die Anträge stellen, bekommt man das für die Frauen optimale Matching. Das ist nach Theorem Nummer 18 das Matching, wo die Frauen den besten erreichbaren Partner bekommen und die Männer den schlechtesten erreichbaren Partner bekommen. Im nun folgenden Beispiel von Donald Knuth. Es wird ein besonders symmetrisches Matching vorgestellt und dort wird dieser Verband gleich auch gezeigt. Das Matching ist nicht typisch, da sind viele Symmetrien, das ist wieder sehr geistreich von Donald Knuth, ist aber auch sehr schön. Man hat vier Männer und vier Frauen und hier sehen Sie die Präferenzlisten für die Männer und die Frauen. Man sieht, dass bei jeder Mann in seiner Präferenzliste am Ende steht und dass jede Frau in ihrer Präferenzliste am Ende steht. Das heißt, Single-Dasein ist immer die schlechteste Option. Das heißt auch, dass jedes Matching individuell rational ist. So, und das bedeutet, dass in jedem Matching, wo man Singles hat, ein Paar von Singles, also ein Mann, der ein Single ist und eine Frau, die ein Single ist, und dieses Paar, ein blockierendes Paar bilden, denn sie ziehen es vor, einander zu heiraten, als Single zu bleiben. Da werden im Folgenden nur noch Matchings betrachtet, die keine Singles haben. Und davon gibt es vier Fakultät, also 24 Matchings. Denn der erste Mann, dem kann man eine beliebige Frau zuordnen, den zweiten Mann dann eine der restlichen dreien, dem dritten eine der restlichen zweien und der vierte ist festgelegt. Also 4 mal 3 mal 2 mal 1, 4 Fakultät, 24 Matchings ohne Singles. So, und jetzt behaupte ich, dass 10 von diesen Matchings stabil sind. Das werde ich gleich auch begründen. Und das Bild, was weiter unten kommt, das zeige ich Ihnen gleich, das zeigt diese 10 Matchings und das zeigt die Pfeile in dem Graphen zum Verband mit der Größenrelation für die Männer. Also wir hatten ja eine partielle Ordnung auf der Menge der stabilen Matchings. Ein Matching ist für die Männer besser, wenn es für alle Männer mindestens so gut ist wie das zweite und für mindestens einen Mann besser ist. Das gibt eine partielle Ordnung, das gibt dann mit der stabilen Matching selbst diesen Verband. Und da hatte ich einen Graphen zugeordnet. Hier kommt er mal. Wenn A kleiner B ist und dazwischen kein weiteres Element liegt, dann habe ich einen Pfeil von A nach B. Und hier sehen Sie jetzt diese 10 Matchings und die Pfeile und auch Ketten von Pfeilen. Ganz unten steht hier das frauenoptimale Matching. Das also Ergebnis des Gay-Shapley-Rhythmus, wenn die Frauen die Anträge stellen. Ganz oben ist das männeroptimale Matching. Das Ergebnis des Gay-Shapley-Rhythmus, wenn die Männer die Anträge stellen. Und dazwischen sind eine Reihe andere stabile Matchings. Ich werde gleich noch begründen, warum die stabil sind. Sie sehen hier eine 4 in der Mitte und links 3 und rechts 3. Wobei die kann man vertauschen, also 4 in der Mitte und 6 weitere, die nicht in der Mitte liegen. So, jetzt will ich mal anfangen, diese Präferenzlisten zu diskutieren. Also ich werde gleich begründen, warum diese 10 Matchings stabil sind und dahinter stehen ja besondere, schöne, symmetrische Eigenschaften dieses Matching-Marktes. So, ich hätte es gerade schon sagen sollen, ein Viertupel A1, A2, A3, A4 kodiert ein Matching μ, das der Frau WI den Mann MAI zuordnet. Also zum Beispiel in dem Matching μ 2, was Sie gerade gesehen hatten, 2, 1, 3, 4, da wird der Frau 1, der Mann, Frau 1 wird mit Mann 2 verheiratet, Frau 2 mit Mann 1, Frau 3 mit Mann 3 und Frau 4 mit Mann 4. Das gibt es dann, das Tupel 2, 1, 3, 4. So, jetzt kommt eine erste besondere reguläre Eigenschaft des Matching-Marktes, die nicht generisch ist, die nicht typisch ist, aber die hier vorliegt.
für irgendein Paar von Männern und Frauen, eines Mannes und einer Frau, ist A von MW der Rang des Mannes in der Präferenzliste der Frau und B von MW ist der Rang der Frau in der Präferenzliste des Mannes. Und dann gilt überraschenderweise, dass stets die Summe A von MW plus B von MW gleich 5 ist. Das heißt, wenn der Mann die Frau gut findet, findet sie ihn schlecht. Und zwar präzis. Wenn die Frau auf Platz 1 beim Mann ist, dann ist der Mann auf Platz 4 bei der Frau. Wenn die Frau auf Platz 2 ist beim Mann, ist der Mann auf Platz 3 bei der Frau. Wenn die Frau auf Platz 3 ist beim Mann, ist der Mann auf Platz 2 bei der Frau. Wenn die Frau auf Platz 4 ist beim Mann, ist der Mann auf Platz 1 bei der Frau. Das will ich gerade nochmal hier reingehen. So, mal sehen, wie man es jetzt beschreiben kann. Also zum Beispiel der Mann M1 hier. Frau 1 ist auf Platz 1 beim Mann, aber er ist auf Platz 4 bei Frau 1. Frau 2 ist auf Platz 2, aber er ist auf Platz 3 bei Frau 2. Frau 3 ist auf Platz 2, aber er ist auf Platz 2 bei Frau 3. Und Frau 4 ist auf Platz 4, aber er ist bei ihr auf Platz 1. Also es ist genau umgekehrt. Zum Beispiel ist der Mann M2. Frau 2 ist auf Platz 1, aber er ist auf Platz 4. Frau 1 ist auf Platz 2, aber er ist auf Platz 3. Frau 4 ist auf Platz 3, aber er ist bei Frau 4 auf Platz 2. Und Frau 3 ist auf Platz 4 und er ist auch bei Frau 3 auf Platz 1. So, das war der Mann 2. Ich glaube, ich gehe die anderen aber auch nochmal durch. Mann 3. Frau 3 ist auf Platz 1, aber er ist bei ihr auf Platz 4. Frau 4 ist auf Platz 3, da ist er auf Platz 2, da ist er auf Platz 3. Frau 1 ist auf Platz 3, da ist er auf Platz 2. Und Frau 2 ist auf Platz 4, da ist er auf Platz 1. Und jetzt noch der Mann 4. Frau 4 ist auf Platz 1, da ist er auf Platz 4. Frau 3 ist auf Platz 2, da ist er auf Platz 3. Frau 2 ist auf Platz 3, da ist er auf Platz 2. Frau 1 ist auf Platz 4, da ist er auf Platz 1. So, das musste man alles durchprüfen. Damit ist aber diese Eigenschaft jetzt auch bewiesen. Also die Summe der gegenseitigen Ränge ist immer gleich 5. Ziemlich unglücklicher Heiratsmarkt. So, und die Matchings in der Mitte des Diagramms, die hatte ich dort μ1, μ4, μ7, μ10 genannt, das sind die Matchings, wo die Ränge der Frauen für jeden Mann gleich sind und wo die Ränge der Männer für jede Frau gleich sind. Also μ1 ist das Matching. μ1 ist das Matching hier, 1, 2, 3, 4 oder auch hier. Also die Männer sind überall bei allen Frauen auf Rang 4 und die Frauen sind bei allen Männern auf Rang 1. Dann μ4 ist das Matching 2, 1, 4, 3. Das ist hier auch 2, 1, 4, 3. Da sind die Männer auf Platz 3 bei allen Frauen und die Frauen auf Platz 2 bei allen Männern, jeweils bei den Partnern jeweils. Dann μ7 ist das Matching 3, 4, 1, 2. Und hier auch 3, 4, 1, 2. Da sind die Männer auf Platz 2 bei ihrem Partner und die Frauen sind auf Platz 3 bei ihrem Partner. Und μ10 ist das Matching hier, das ist für die Frauen optimale. Da sind die Männer auf Platz 1 bei den Frauen und die Frauen sind auf Platz 4 bei den Männern. Das ist für die Männer das schlechteste Matching. Gut, das sind die Matchings hier in der Mitte. Dann habe ich noch andere Matchings, μ2, 3, μ5, 6, μ8, 9. Die gehe ich auch mal durch. μ2 ist das Matching für die Frauen, 2, 1, 3, 4. Da bleibe ich jetzt nur auf der rechten Seite. Dann μ3 ist das Matching
1, 2, 4, 3. Mü 5 ist das Matching, 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Mü 6 ist das Matching, 2, 4, 1, 3. Mü 8 ist das Matching für 4, 3, 1, 2. Und Mü 9 ist das Matching 3, 4, 2, 1. Also das sind diese anderen Matchings. Jetzt gehe ich mal in das Matching 2, 1, 3, 4 rein. Das ist auch hier. So, da sehen Sie, dass bei diesem Matching haben die Frauenpartner mit dem Rang 3 oder mit dem Rang 3 oder 4. Und die Männer haben Partner mit dem Rang 1 oder 2. So, und jetzt behaupte ich, wenn ich jetzt irgendein Paar betrachte, die nicht liiert sind, also ein Paar, die nicht verheiratet sind, dann zum Beispiel hier den Mann 1, dann ist sein Partner hier Frau 2 und die hat für ihn Rang 2. Wenn ich jetzt dann eine andere Frau betrachte, zum Beispiel die Frau 3, ihr Partner ist M3 und der hat Rang 4. Also der Partner von M1 hat Rang 2, der Partner von W3 hat Rang 4. Diese Summe ist gleich 6. Und die Summe kann hier 6 oder 5 oder 4 sein. Also ich kann mal ein Beispiel geben, wo die gleich 4 ist. Jetzt gehe ich mal hier zum Mann 3. Sein Partner ist Frau 3, Rang 1 bei ihm. Und zum Beispiel Frau 1 hat Mann 2 als Partner, der hat Rang 3. Dann ist die Summe der Ränge der Partner von M3 und W1 ist dann gleich 4. Also man sieht, dass die hier 4 oder 5 oder 6 sein kann. Die kann nichts anderes sein. Bei den stabilen Matchings Mü 1, Mü 4, Mü 7, Mü 10 ist die immer gleich 5, weil dort alle Frauen für die Männer ihren Partner den gleichen Rang haben und alle Männer für ihre Partner den gleichen Rang haben. Das ist immer 5. Bei diesen anderen 6 Matchings ist die Summe der Ränge der Partner zu irgendeinem nicht verheirateten Paar 4 oder 5 oder 6. Und beim verheirateten Paar sind natürlich immer 5. So, das ist gleich wichtig. Also, wenn ich irgendein Paar betrachte, die nicht verheiratet sind, also ein Mann, eine Frau, dann ist die Summe der Ränge ihrer Partner 4 oder 5 oder 6. So, und das können wir jetzt benutzen, um zu zeigen, dass diese 10 Matchings individuell rational sind. Das kommt hier. Ich behaupte, dass kein Paar MW ein blockierendes Paar sein kann bei diesen 10 Matchings, die ich gerade gelb gezeigt habe. Der Grund ist der folgende. Wir haben gerade beobachtet, dass für jedes mögliche Paar MW die Summe der Ränge der gegenwärtigen Partner in dem Matching bei Mü 1, Mü 4, Mü 7, Mü 10 immer gleich 5 ist und bei den anderen 6 Matchings 4 oder 5 oder 6 ist. Also ich betrachte ein Paar, das nicht notwendig verheiratet ist und dann betrachte ich ihre beiden gegenwärtigen Partner und nehme die Summe der Ränge der gegenwärtigen Partner. Die ist 4 oder 5 oder 6 und nichts anderes. Und wäre jetzt ein Paar MW in einem Matching blockierend, dann müsste ja die Frau für den Mann einen höheren Rang haben als der gegenwärtige Partner und der Mann müsste für die Frau einen höheren Rang haben als der gegenwärtige Partner. Aber dann, und die Ränge sind jetzt A von MW und B von MW. Die müssten jetzt höher sein, das heißt jetzt als Zahl dann kleiner, die müssten höher sein
als die gegenwärtigen Ränge. Die Summe der gegenwärtigen Ränge ist aber 6. Und wenn aber der Rang des A von M besser ist als der Rang des gegenwärtigen Partners und B von M auch besser ist, dann muss das um mindestens 2 kleiner sein. Also, und ich muss sie beide mal 1 abziehen, bei jedem der beiden Ränge. Das heißt, die Summe der Ränge der potenziellen Partner im blockierenden Paar müsste dann kleinerlich 4 sein. Aber das geht nicht, weil wir wissen, dass für jedes Paar im W die Summe der Ränge der anderen Person, die Summe der Ränge der anderen Person gleich 5 ist. Also das war die erste überraschende Beobachtung. Das ist unglücklicher Heiratsmarkt. Bei jedem Paar ist die Summe der Ränge der beiden Partner gleich 5. Aber wenn es ein blockierendes Paar wäre, müsste sie kleiner gleich 4 sein, weil sie besser sein müssen als die gegenwärtigen Ränge der Partner. Also geht das nicht. Also sind diese 10 Matchings stabil. Dass die anderen Matchings jetzt nicht ohne Singles nicht stabil sind, das ist eine Übung. Am besten muss man sie sich auch immer beispielhaft hinschreiben in Gelb oder wie auch immer und eben sehen, dass man da Platz hat für blockierende Paare. Die anderen sind auch nicht so interessant, also Sie können es einfach mal glauben oder Sie können es auch nachrechnen. Interessant sind diese 10 Matchings hier, die stabil sind. So, jetzt kann man diese Tabelle nochmal etwas besser würdigen hier. So, und wir hatten ja auch im Theorem 318 und davor den Begriff der erreichbaren Personen, der erreichbaren Partner und auch der erreichbaren Paare. Und hier sieht man, dass für jeden Mann jede Frau erreichbar ist und für jede Frau jeder Mann erreichbar ist. Schon wenn ich mir 1, mir 4, mir 7, mir 10 angucke, man sieht, bei Frau 1 hat sie die Partner 1, 2, 3, 4. Frau 2 hat die Partner 2, 1, 4, 3. Frau 3 hat die Partner 3, 4, 1, 2. Und Frau 4 hat die Partner 4, 3, 2, 1. Also für jede Frau ist jeder Mann erreichbar. Daher ist auch für jeden Mann jede Frau erreichbar. Und daher ist auch jedes Paar erreichbar. Also hier sind eigentlich alle Personen und alle Paare erreichbar. So, also alle Paare aus verschiedenen Geschlechts. Singles gibt es bei den stabilen Matchings hier nicht. Die haben alle keine Singles. So, damit ist dieses Beispiel beendet. Das illustriert aber, diese letzten Worte illustriert aber auch noch den nächsten Satz. Hier kommt ein Satz von Gasfield, den ich hier ohne Beweis bringe. Ich habe den Beweis nicht mal angesehen. Ich vermute, der ist nicht so einfach. Im Verband mit der Männergrößerrelation, im Verband der stabilen Matchings, trifft man auf jeder Kette von dem frauenoptimalen Matching zum männeroptimalen Matching alle erreichbaren Paare. Also eine Kette, ich gehe nochmal hier rein, eine Kette ist zum Beispiel so ein Weg hier. Aber ich könnte auch so einen Weg nehmen. Das ist auch eine Kette. Also ich habe hier einige Möglichkeiten für die Ketten. Und entlang jeder, Gasfields Theorem sagt, entlang jeder Kette trifft man alle erreichbaren Paare. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, aber es ist offenbar so. Und hier geht sogar noch was Besseres. Hier trifft man schon bei μ1, μ4, μ7 und μ10 alle erreichbaren Paare. Also in diesem Beispiel hat man noch eine kleine Verbesserung zu dem Theorem von Gasfield. So, jetzt kommt noch ein anderer Satz. Der vergleicht jetzt stabilen Matchings mit nicht stabilen, aber immer noch individuell rationalen Matchings. Und es gibt eine schwache Pareto-Optimalität. Er sagt, dass das μm sich nicht in dem Sinne verbessern lässt, dass es gibt kein individuell rationales Matching, das für alle Männer besser ist. Also hier, ich sage, ich formuliere nochmal, wir haben einen Matchingmarkt, dann gibt es kein individuell rationales Matching μ, das für jeden Mann besser ist als das männeroptimale stabile Matching.
Also, dass für jeden Mann sein Partner unter Mü besser ist als der Partner unter dem Männeroptimalen Matching, also der beste erreichbare Partner innerhalb des stabilen Matchings. Also, wie gesagt, das Mü muss irgendwie rational sein, aber es wird nicht verlangt, dass es stabil ist. Gut, das ist ein schöner Satz, aber ich warne Sie und mich selbst gleich, der ist nicht so offensichtlich. Danach kommt nämlich ein Beispiel, das zeigt, dass eine starke Pareto-Optimalität nicht gilt. Also danach kommt ein Beispiel, dass ein Matching-Markt zeigt, wo man tatsächlich ein Matching-Mü hat, das individuell rational ist und das für jeden Mann mindestens so gut ist wie das Männer-Optimale, stabile und das für mindestens einen Mann, da sogar für zwei Männer, besser ist. Also es ist hier ein seltsamer eine Wasserscheide. Es gibt kein Matching, das für alle Männer besser ist und irrational ist, aber es gibt Matching, das für einen Teil der Männer besser ist und irrational ist. Und das kann man nicht a priori nicht raten. Also da muss man ins Detail gehen. Jemand hat diesen Beweis, diesen Satz gefunden. Ich habe jetzt leider nicht aufgeschrieben, wer das war. Vielleicht Roth und Sotomayor, ich weiß es nicht. Und jemand hat noch zum Beispiel gefunden, aber da war Arbeit nötig. Das kann man nicht raten. Diesen Satz will ich jetzt noch beweisen. Das ist dann der vorletzte Beweis in diesem Kapitel. Der ist noch überraschend hart. Also er verläuft indirekt. Wir nehmen an, wir haben ein individuell rationales Matching, das für alle Männer besser ist als das männeroptimale stabile Matching, μM. So, jetzt fange ich an, Schlussfolgerungen zu ziehen aus dieser Annahme. Unter μM ist individuell rational, das heißt, jeder Mann ist mit sich selbst oder einer Frau, die besser ist, verheiratet. Mü ist für den Mann noch besser, das heißt, unter μ ist jeder Mann mit einer Frau verheiratet. Und das muss dann auch meine Frau sein, die ihn im Gay-Shapley-Algorithmus abgewiesen hat. Denn Gay-Shapley führt ja zu dem männeroptimalen Matching und alle besseren Frauen müssen ihn vorher abgewiesen haben. So, Mü ist individuell rational, das heißt, der Mann ist für die Frau akzeptabel. Das heißt, der Grund der Abweisung im Gay-Shapley-Algorithmus war nicht, dass der Mann etwa nicht akzeptabel sei. Der war akzeptabel. Also hat sie ihn abgewiesen wegen eines besseren Mannes. Und das zeigt, dass die Frau im männeroptimalen Matching einen besseren Partner hat als den Mann. Und das muss dann natürlich auch wieder ein Mann sein. Dann kann sie da nicht Single gewesen sein. Also jetzt haben wir durch diese Drehung und Wendung jetzt plötzlich bewiesen, dass auch im männeroptimalen Matching die Frauen, die unter Mü mit einen Mann haben, dass sie auch dort einen Mann haben. So, jetzt die Frauen, die unter Mü einen Mann haben, die bilden eine Menge Mü von M. Das ist das Bild der Menge der Männer in der Menge der Frauen. Vielleicht sind es alle Frauen, das wissen wir nicht, aber es ist eine nicht leere Teilmenge der Frauen. Mü ist injektiv. Also Mü von M ist die Menge der Frauen, die unter Mü einen Mann haben. Und wir haben gerade gesehen, dass dann diese Frauen auch unter μM einen Mann haben. Das heißt aber auch, unter μ brauchen diese Frauen natürlich zusammen alle Männer auf, da sind keine mehr übrig. Und deshalb brauchen sie auch unter μM alle Männer auf, da sind auch keine Männer übrig. Das heißt, etwaige weitere Frauen, die müssen Singles bleiben. Und zwar in beiden Matchings. Also, das heißt also, die Menge der Frauen, die unter Mü einen Mann haben, ist gleich zur Menge der Frauen, die unter Mü M einen Mann haben. Und ja, alle Männer haben Frauen als Partner und genau diese Frauen haben Männer als Partner und die anderen Frauen sind Singles. Also die Menge der Frauen muss mindestens so groß sein wie die Menge der Männer. So, das waren eigentlich ja, leichte Argumente, aber auch schon ein bisschen ungewöhnlich, dass man die überhaupt braucht. Aber wir werden gleich sehen, dass sie sehr nützlich sind. So, jetzt gehen wir in Gay-Shapley rein und gucken den vorletzten Schritt an. Im vorletzten Schritt wurden die letzten Anträge gemacht und vorläufig angenommen. Und danach
Alle Männer, die dann abgewiesen worden wären, die müssten Single bleiben. Da, die haben keine Frau mehr auf ihrer Liste, die haben keinen Antrag mehr, den sie stellen können. Also im vorletzten Schritt werden die letzten Anträge gemacht und vorläufig angenommen und danach werden die dann endgültig angenommen. So, nun sei Frau wie eine Frau, die. Nun, irgendjemand hat da noch einen Antrag bekommen und dann auch vorläufig angenommen. Sonst wäre es nicht der vorletzte Schritt gewesen. Also in diesem Schritt müssen ja noch Anträge stattgefunden haben. Nun soll W eine Frau sein, die da einen Antrag bekommen hat und den vorläufig dann noch bindend angenommen hat. Die kann dann vorher keinen akzeptablen Antrag bekommen haben. Denn sonst hätte sie direkt vor dem vorletzten Schritt einen Antrag vorliegen und hätte den dann im vorletzten Schritt zugunsten des neuen Antrags abgelehnt. Aber dann würde der dabei abgelehnte Mann nicht mehr zum weiteren Antrag kommen. Das weiß ja der vorletzte Schritt war. Und das heißt, der hätte seine Liste abgearbeitet und müsste dann Single bleiben. Single werden. Aber wir hatten oben gesehen, dass jedermann unter dem Männer-optimalen Matching eine Frau als Partner hat. Und das geht nicht. Also hat die Frau vorher keinen akzeptablen Antrag bekommen. So, was machen wir jetzt mit dieser Frau? Alle Männer außer dem Mann, den sie im optimalen Matching hat, die haben andere Partner gefunden und haben der Frau auch keinen Antrag gestellt, sind also mit den anderen Partnern glücklicher, als sie mit der Frau wären. Keiner von denen hat dieser Frau einen Antrag gestellt. Und auch ihr Partner unter dem männeroptimalen Matching, MÜM, der wäre mit seinem Partner unter MÜ glücklicher als mit ihr. So, aber das heißt, dass sie unter MÜ ein Single bleiben muss. Denn da ist kein anderer Mann, der bereitsteht unter Mü. Die können ja unter Mü höchstens bessere Partner haben als unter Mü M. Und auch der Mann Mü M von W, ihr Partner unter Mü M, hat unter Mü einen anderen Partner, weil er dort glücklicher ist. Der ist ja für ihn besser. Das heißt, unter dem Matching Mü muss diese Frau ein Single sein. Und das geht nicht. Wir hatten gerade gesehen, dass ja. Die Frauen unter Mü M und Mü, die Singles sind die gleichen. Und wenn eine Frau unter Mü M einen Mann als Partner hat, hat sie auch unter Mü einen Partner, einen Mann als Partner. Also kann sie da auch nicht Single sein. Das gibt einen Widerspruch und das zeigt, dass unsere Annahme nicht korrekt war. Das heißt also, es gibt kein solches individuelles Matching, das für alle Männer besser ist als das männeroptimale, stabile Matching. So. Das Beispiel bringe ich dann in dem nächsten Video. Dieses Video stoppe ich hier. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.